Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, ich fange ausnahmsweise mal mit einem Zitat an, also das saarländische Zitat, das zähle ich in dem Moment nicht. Hier haben wir es mit einem Dichter zu tun, und zwar mit Johann Wolfgang von Goethe. Stopp, zurück, Marsch, das war schon, mit Friedrich Schiller. Flackernd steigt die Feuersäule durch der Straße lange Zeile, wächst sie fort mit Windeseile, kochend wie aus Ofens Rachen, glühen die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern unter Trümmern, alles rennet, rettet, flüchtet, hakel ist die Nacht gelichtet, durch der Hände lange Kette um die Wette, fliegt der Eimer hoch im Bogen, spritzen Quellen Wasserwogen, heulend kommt der Sturm geflogen, der die Flamme brausend sucht, prasselt in die dürre Frucht, fällt sie in des Speichers Räume, in der Sparren dürre Bäume, und als wollte sie im Wehen mit sich fort der Erde Wucht, reißend in gewaltiger Flucht, wächst sie in des Himmels Höhen, riesengroß, hoffnungslos, weicht der Mensch der Götterstärke, müßig sieht er seine Werke und bewundernd untergehen. Also Sie werden es mitgekriegt haben, das ist also Lied von der Glocke. Das habe ich als Volksschüler seinerzeit gelernt. Ich habe jetzt mal kurz so zwischendurch noch mal reingeguckt, ob alles richtig ist, aber so ein bisschen habe ich noch drauf. Das ist ein fantastisches Dichtwerk, das Lied von der Glocke, das ein ganzes Leben umfasst. Und hier ist halt so eine Feuersbrunst geschildert. Und das war ja früher ein riesiges Problem. Und vielleicht wissen Sie das auch, dass in London 1666 ein riesiger Brand war, der die ganze Stadt vernichtet hat und heute noch im Gedächtnis der Engländer haftet. Also die Menschheit, solange sie besteht, hat mit Plagen zu tun gehabt. Sie war geplagt. Es waren die wilden Tiere, die sie verfolgt haben. Es waren die Naturgewalten. Und der Mensch hat es geschafft, viele dieser Dinge zu zähmen. Also die schrecklich großen wilden Tiere sind zum Teil im Zoo, ja, hinter Gittern. Die Naturgewalten, also wenn ich jetzt an Feuersbrunsten denke, wir haben fast in jedem Ort haben wir eine freiwillige Feuerwehr. Wer heute ein Haus baut oder ein Gebäude errichtet, muss also mit sehr scharfen Brandschutzbestimmungen sich auseinandersetzen. Aber der Mensch hat auch immer schon von der Gesundheit her Angriffe erlebt. Das waren früher, wer Camus gelesen hat, La Pest. Wenn dann also die Pest grassiert hat, oder es war die Cholera, oder ich habe heute Morgen schon zitiert, Kinderlähmung, Tuberkulose und so weiter, also sehr viele Krankheiten und Seuchen. Und in den letzten Jahren ist uns da noch AIDS in Erinnerung und so weiter. So, der Mensch wird diese Dinge auch nicht los. Er kann sie in gewisser Hinsicht zurückdrängen und zähmen. Und das ist bei Corona auch der Fall. Wir werden Corona nicht vernichten können. Wir müssen lernen, Corona zu beherrschen. Wir müssen mit Corona leben. Und das ist unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe, der werden wir auch gewachsen sein müssen. Und es wird ja oft die Frage gestellt, weil ja jetzt unsere Grundrechte eingeschränkt sind. Das wird gefragt, was ist denn jetzt wichtiger, Gesundheit oder Freiheit? Die Frage ist nicht zulässig, das ist beides wichtig. Gesundheit und Freiheit in Verantwortung. Und aus diesem Grunde sind wir dafür, dass in Anbetracht der jetzigen Situation, also wenn ich die Berichte vom Gesundheitsministerium lese, da waren in den letzten Tagen, gab es Gott sei Dank kaum Tote, dann schaue ich ja immer nach den Intensivbetten, sieht auch eher rückgehend aus, müssten wir eigentlich den Mut haben, unsere Freiheiten der Bevölkerung, ihre Freiheiten wieder zurückzugeben. Und ich glaube,
dass nach den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, dass nach diesen Erfahrungen die Leute auch verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umgehen und wir dadurch die Pandemie auch bekämpfen können. Die Vorschriften, die gemacht werden, die haben immer auch groteske Züge. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, was wir alle miterlebt haben. Am Anfang wurde national gedacht. Da wurde gesagt, in Deutschland ist diese Zahl, in Deutschland. So, dann ist den Leuten allmählich gedämmert, dass das in Schleswig-Holstein natürlich anders ist als im Saarland. Und im Saarland natürlich anders ist als in Bayern. So, inzwischen spricht man von Landkreisen. Man sagt also im Saarland zum Beispiel, die Landkreise haben diese Ziffer, also diese Ziffer, die ist, für mich ist die nicht gültig, aber es wird damit gearbeitet. Die hat diese Ziffer, die hat diese Ziffer, die hat diese Ziffer. Das führt dazu, dass im Augenblick Merzig-Wadern und St. Wendel morgen am Tag Christi Himmelfahrt die Außengastronomie öffnen können, aber zum Beispiel Saarlouis nicht. Und da sehe ich gerade den Herrn Jung, der ist ja aus dem nördlichen Saarland. Und dann haben wir eine groteske Situation. Wir haben zum Beispiel die Dörfer Büschfeld, Dorf und Neipel. So, das ist Bohnental, also Dorf und Neipel, jedenfalls Bohnental. Büschfeld gehört zum Kreis Merzig-Wadern. Nachbargemeinde ist Dorf. Dorf gehört zum Kreis Saarlouis. Dann die Nachbargemeinde Neipel, die gehört zum Kreis St. Wendel. Wobei man wissen muss, wer schon mal dort war, Dorf und Neipel, das können Sie nicht unterscheiden. Das ist wie ein Dorf, da geht ein Bach dazwischen. Aber in Neipel, da können Sie morgen Leute empfangen, Sie können so ein bisschen was machen. In Dorf können Sie das nicht. Also das ist grotesk. Deshalb müsste man eigentlich auch zumindest mal dazu hingehen und zuerst mal von diesen Landkreisen runterkommen und zu den Gemeinden kommen. Dorf gehört zu Schmelz, Neipel gehört zu Tholey, Büschfeld gehört zu Wadern. Und dann müsste man runterkommen zu den Dörfern und am Schluss müsste man dort landen, wo man eigentlich sowieso landen müsste, nämlich an den einzelnen Einrichtungen. Das sind die einzelnen Schulen, die einzelnen Krankenhäuser, die einzelnen Betriebe, die einzelnen Familien. Da müssen wir hinkommen. Dort muss das beachtet und geregelt werden. Und das kann nicht flächendeckend bestimmt werden, weil das nie stimmt. So, und aus diesem Grunde, wie gesagt, wir stellen nochmal diesen Antrag, der uns ja erlaubt ist, nach dem, was wir gemeinsam vereinbart haben, dass wir die Regierung auffordern können, oder dass wir, wenn wir mit Verordnungen nicht einverstanden sind, die per Gesetz außer Kraft setzen können. Und diesen Antrag stellen wir hier. Herzlichen Dank.